Asche auf mein Haupt. Ich gestehe, ich hatte zwei, dreimal was mit Verkehrssündern. Bitte verhaften Sie mich. Aber den Strafzettel hat noch jeder von denen gekriegt. Ha. Ja, es scheinen aber mehr als drei oder vier Strafzettel gewesen zu sein. Denn schon im ersten Anstellungsmonat hatten sie die meisten Strafzettel verteilt und wurden zur Mitarbeiterin des Monats gekürt. Hat das zufälligerweise was mit freizügigem Sexualverhalten zu tun? Und wenn? Die Stadt freut sich über die Einnahmen und alle sind zufrieden. Ich meine, das ist mal ein richtiges Gleitzeitmodell. Und den Sex hatte ich ausschließlich in meiner Freizeit, meiner Mittagspause. Meine Schwester ist doch nur eifersüchtig. Verstehen Sie doch. Ich habe ihren Bezirk übernehmen dürfen. Und das ist ihr Problem. Ich habe das erste Mal seit unserer Kindheit es geschafft, den Spieß umzudrehen. Welche tollen Ergebnisse denn? Wovon sprichst du? Du hast mir definitiv mit illegalen Mitteln meinen Bezirk abgezockt. Also was laberst du hier? Wenigstens bin ich mit meinem Körper im Reinen. Und mit so ein bisschen wenig mehr Mascara in deinem Gesicht und mit ein bisschen guten Willen könnte man selbst aus dir noch was machen. Ich sage immer, Erfolg beginnt in entspannten Hüften. Ja, wie entspannt waren ihre Hüften, als ihre Schwester sie auf der Rückbank des Wagens von Herrn Ziegel gesehen hat? Ich muss ja sagen, dass ich solche Momente gewissermaßen gewöhnt bin. Aber Claudia war kreidebleich, als sie in Björns Wagen reingeguckt hat. Und dann war sie schneller weg als eine Wüstenspringmaus auf Speed. Solche Momente muss man einfach genießen. Und hat es Sie in diesem schönen Moment überhaupt nicht gestört, dass Herr Ziege die ganze Situation ja offensichtlich ein bisschen unentspannter fand als Sie? Björn, er tut immer so lässig, aber tief innen drin ist er genauso ein Spießer wie alle anderen Otto-Normalverbraucher auch. Den Typen, der Schwamm drüber, den habe ich längst abgehakt. Frau Rieger, ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Und zwar Ihr Vorgesetzter, jetzt der neue, der stellvertretende Amtsleiter, der Herr Drexler, der hat bei der Polizei ausgesagt, dass er Sie zwei Wochen vor der Tat auf dem Flur gesehen habe, mit Ihrer Schwester zusammen. Sie beide hätten sich regelrecht geprügelt. Tja, Super Sister hat am schwarzen Brett gesehen, dass ich ihren Bezirk jetzt übernommen habe. Und dann ist sie voll ausgerastet. Unglücklicherweise stand ich halt daneben. Meine Güte, wie du hier wieder rumlügst. Das gibt's doch gar nicht. Hören Sie mal zu, die hat's mir regelrecht unter die Nase gerieben. Ja. Ah, Schwesterchen, guck mal, ich hab einen neuen Bezirk. Sei du ruhig. Hast mir noch einen vorgeschwärmt. Ah, ich freue mich so. Und dann auf einmal, hoppla, ist ja deiner. Meinst du etwa, ich lass mir das gefallen, oder was? Sei doch nicht immer so hysterisch, Männchen. Noch Fragen an die Petra Rieger? Nein. Ich möchte mal diesen Vorgesetzten erleben. Herr Drexler, bitte, und Sie nehmen an der Seite Platz. Herr Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Drexler, bitte nehmen Sie Platz. Herr Drexler, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Roman, Sie sind 48 Jahre alt und wohnen in Hannover. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes Wunsberg. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Aussagegenehmigung habe ich vorsichtshalber eingeholt. Herr Drexler, Sie sind ja der direkte Vorgesetzte der Polizisten. Moment, da möchte ich Sie gleich unterbrechen. Ich bin Vorgesetzter der Polizeihostessen. Ja, das ist die korrekte Bezeichnung, die kenne ich auch. Aber in meinen Ohren klingen Politessen immer höflicher, wenn man denn schon ein Knöllchen kriegt. Sie sind also der direkte Vorgesetzte der Angeklagten und deren Schwester Petra, die da hinten sitzt. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie beide ein großes Problem miteinander haben? Also bemerkt habe ich erst mal gar nichts. Was mir wohl aufgefallen ist, ist, dass die Angeklagte wohl mit irgendwelchen Problemen immer mit sich rumgelaufen ist. Aber für solche Fälle haben wir ja Vertrauensbeamte bei uns im Amt. Ich als Vorgesetzter, ich möchte mich da auch nicht so gerne anbiedern, weil man läuft auch heutzutage schnell Gefahr, dass man seinen Untergebenen zu nahe tritt. Manche wissen, was ich meine. Gab es davor schon irgendwelche Probleme mit der Angeklagten? Nein, also an der Arbeitshaltung und an der Zuverlässigkeit von Frau, da war also absolut nichts dran auszusetzen. Aber naja, nach dieser unschönen Flurszene da im Juli, da habe ich meine Meinung dann doch ändern müssen. Haben Sie mitbekommen, was dieser Flurszene vorausgegangen ist? Ja und nein. Also als sich die
Schreie da auf dem Flur gehört habe. Da bin ich natürlich sofort aus meinem Büro rausgelaufen, habe nachgeschaut. Dann habe ich die beiden Schwestern gesehen, wie die da auf dem Flur miteinander gekämpft haben. Die haben sich am Boden rumgewälzt mit total zerzausten Haaren. Die haben sich aufgeführt wie Katzen, sag ich Ihnen da. Die haben sich sogar ihre Uniformen zerrissen. Also da stand richtig Hass in den Augen. Da haben Sie denn da nicht sofort eingegriffen und die Frauen getrennt? Ja, aber ich wollte mir erst einmal einen genauen Überblick über die Situation verschaffen. Wissen Sie, ich war letztens bei einem Pflichtseminar von unserem Amt, Konfliktbewältigung im Arbeitsleben. Und da habe ich teilgenommen und deshalb habe ich mir da auch die Zeit genommen dafür. Und konnten Sie dann das theoretische Wissen auch praktisch umsetzen? Ja, selbstverständlich. Erfolgsorientiert. Ich meine, ich konnte ja sehen, dass die Angeklagte die Aggressorin war. Und da habe ich natürlich versucht, sie mit deutlichen Worten auch von diesem aggressiven Verhalten abzuhalten. Aber als das dann auch nichts genutzt hat, da blieb mir nichts anderes übrig, als wie in einem Boxring, wie so ein Ringrichter, die beiden zu trennen. Herr Drexler, Sie haben doch vorhin ausgesagt, Sie sind dazugekommen, als die beiden miteinander gekämpft haben. Ja. Jetzt Seminar hin oder her. Wie wollen Sie dann festgestellt haben, dass meine Mandantin dafür verantwortlich war? Ja, also, das war ja unschwer festzustellen. Also die Angeklagte hat ja rittlings auf ihrer Schwester gesessen und hat auch versucht, sie zu erdrosseln. Die hat sich aufgeführt wie eine Furie. Die war völlig außer sich. Naja, und ihre Schwester, die war hundertprozentig in der Defensive. Also meine Güte, wenn ich gewusst hätte, dass diese kleine Änderung im Kontrollroutenplan solche Sachen nach sich ziehen würde, dann hätte ich doch alles beim Alten belassen. Aber sowas kann man ja nicht ahnen. Warum haben Sie eigentlich die Routeneinteilung der beiden Frauen geändert, Herr Drexler? Ja, also weil sie mich darum gebeten hatte. Sie ist ja erst kurz bei uns im Amt, aber muss ich sagen, sehr erfolgreich, sehr, sehr vorbildlich. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Parksünder sie so aufgespürt hat. Das ist für mich absolut vorbildliches Verhalten. Naja, ja, dachte ich zumindest. Eben, ich weiß ja noch nicht, wie das innerhalb ihres Amtes so ansonsten aussieht. Aber außerhalb ihres Amtes hat die Dame jedenfalls ziemlich nachgeholfen. Ich vermute, es dürfte in der Zwischenzeit auch zu Ohren des stellvertretenden Amtsleiters. Ja, natürlich. Aber ich weiß nicht, ob an solchen Sexgeschichten irgendetwas dran ist. So was geht doch gar nicht, oder? Also, falls Sie das interessiert, das sind keine Gerüchte. Als Parksünder bekommt man bei Petra einiges geboten. Vielleicht sollten Sie das als allgemeine Serviceleistung anbieten. Dann wären Politessen vielleicht auch nicht mehr so unbeliebt. Na gut, die sollten dann vielleicht auch entsprechend aussehen. Herr Ziege, könnten Sie nicht einfach mal den Mund halten, wenn nichts Gescheites rauskommt? Ja, ja. Herr Drexler, am Tag nach dieser Tat haben Sie die Angeklagte mit diesem Kontrollgerät in der Damentoilette gefunden. Ich meine, für die Spurensicherung war das super, so konnte man noch wesentlich mehr feststellen. Ich habe mich nur erst mal gewundert, was sucht ein Abteilungsleiter, ein stellvertretender Amtsleiter, in der Damentoilette? Ja, selbstverständlich benutze ich nicht die Damentoilette. Aber es ist so, dass die Polizei mich angerufen hatte und mich darüber informiert hat, dass gegen Frau Rieger ermittelt wird. Und dass man vorbeikommen wollte und die Kontrollgeräte kontrollieren. Und da wollte ich Frau Rieger gerade zu mir in mein Büro bitten, zu einem persönlichen Gespräch. Und dann musste ich beobachten, dass sie vor ihrem Spind stand und da ganz hektisch drin rumgewühlt hat. Und dann hat sie dieses Kontrollgerät rausgenommen und ist damit auf dem Damenklo verschwunden. Ja, da bin ich ihr natürlich hinterher und habe sie dabei erwischt, wie sie das Gerät am Säubern war. Und das habe ich ihr natürlich dann sofort abgenommen. Ist ja wohl logisch. Ja, und dann fing sie an rumzuwinseln. Das sähe jetzt anders aus, als es ist. Und das wäre alles gar nicht so. Das ist natürlich ein toller Spruch. Letztlich genutzt hat Ihnen das ja gar nichts. Die Kriminaltechnik ist ja weit fortgeschritten. Und selbstverständlich lässt sich auch nach oberflächlichem Abwaschen Blutreste sicherstellen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Und daraus kann man genug DNA-fähiges Material gewinnen, um festzustellen, wem das gehört. Vielen Dank für diese wissenschaftliche Belehrung, Herr Staatsanwalt. Ja, aber es ersparen Sie sich das nächste Pflichtseminar. Es bestreitet niemand, dass das die Tatwaffe war, die da gefunden worden ist. Es wird aber vehement bestritten, dass meine Mandantin die Tatwaffe benutzt hat. Erklären Sie mir noch mal lieber, einen Tag vor der Tat hat die Schwester meiner Mandantin den Generalschlüssel für alle Spinde bei Ihnen ausgeliehen. Ja, Frau Rieger hat mir gesagt, dass sie Probleme mit ihrem Schlüssel hatte und dass sie ihren Spind nicht aufbekommt. Und da habe ich ihr natürlich meinen Generalschlüssel geliehen. Aber das war eine halbe Stunde maximal. Ja, reicht ja völlig, um das Kontrollgerät da rauszunehmen, zu benutzen und am nächsten Morgen wieder reinzulegen. Aber ich glaube diesen ganzen Quatsch nicht. Also, Petra Rieger, die war immer wirklich sehr freundlich und verbindlich. Und Claudia Rieger ist die Korrektness in Person. Das können Sie mir glauben.
Das einzige Fehler, den ich vielleicht gemacht habe, ist, dass ich Petra Rieger überhaupt eingestellt habe. So ein Blödsinn. Sie haben alles richtig gemacht. Ich verspreche Ihnen, ich werde mich in Zukunft reif und erwachsen benehmen. Aber bitte keine Kündigung. Also reif und erwachsene Frauen machen im Parkverbotszonen andere Sachen, als Sie das machen. Haben die Herren noch Fragen an den Zeugen Drexler? Nein, danke. Dann setzen wir mit Maja Petschl als nächster Zeugin fort. Maja Petschl, bitte. Herr Drexler, vielen Dank. Sie nehmen mal bitte noch an der Seite Platz. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Petschl. Was soll das denn jetzt, Frau Petschl? Sie müssten die Zeugin eigentlich kennen, Herr Drexler. Ja, natürlich kenne ich diese Person, aber das ist Frau Beiermann, eine ehemalige Mitarbeiterin. Nur zu Ihrer Information, ich heiße jetzt Petschl. Ich habe kurz nach meinem Ausscheiden aus dem Dienst geheiratet, auch wenn Sie das nichts mehr angeht, Herr Drexler. Und seitdem ich nicht mehr unter Ihnen arbeiten muss, geht es mir absolut großartig. Ach, dann sind wir beide ja absolut zufrieden mit der gegenwärtigen Situation, oder? Das verspricht eine interessante Vernehmung zu werden. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, Frau Petschl, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Maja, Sie sind 32 Jahre alt und wohnen in Wunsberg. Was sind Sie vom Beruf? Ich war Polizeihostesse, bin aber seit meiner Schwangerschaft Mutter und Hausfrau. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Frau Petschl, Sie wissen ja, dass Ihre Freundin hier vorgeworfen wird, mit diesem Kontrollgerät Ihren Nachbarn, dem Björn Ziege, erheblich verletzt zu haben und dann auch noch mit der Tür da nachgelegt zu haben. Ja, sicher. Hat sie gesagt, sie hat's getan? Nein. Sie hat gesagt, ihre Schwester hätte das gemacht. Aber wer von diesen beiden Riegerschwestern es auch gewesen sein mag, Hintergrund dürfte jedenfalls das Geschehen auf dem Rücksitz eines bestimmten Wagens gewesen sein, nämlich dem von Herrn Ziege am Tag vorher. Das haben Sie ja auch selber mitbekommen, ne? Wer hat eigentlich, wie ist es dazu gekommen, dass Sie an diesem 14. ausgerechnet in der Ecke gewesen sind? Zufall oder Absicht? Claudia und ich wollten eigentlich zusammen shoppen gehen, damit sie mal auf andere Gedanken kommt. Ich kenne sie jetzt schon viele Jahre, war so niedergeschlagen wie in letzter Zeit, habe ich sie noch nie gesehen. Sie hat sich extra einen Tag freigenommen und darauf bestanden, dass wir auch eine kleine Runde durch den ehemaligen Bezirk drehen. Wobei, ehrlich gestanden, ich fand das ja keine so großartige Idee. Warum nicht? Weil ich ja weiß, wie schnell sie sentimental wird. Aber sie wollte unbedingt dahin. Ich kann das immer noch nicht fassen, dass sie nach all den Jahren korrekter Arbeit einfach ihren geliebten Bezirk abgenommen bekommt. Aber dass der Drexler sie irgendwann demütigen würde, das war ja klar. Warum sollte der Herr Drexler die Angeklagte demütigen? Ach, Claudia ist einfach zu lieb für diese Welt. Dass Herr Drexler gerne ab und zu die ein oder andere dumme Anmache im Amt loslässt, ist ja nichts Neues. Aber bei Claudia ist er einen Schritt weitergegangen und hat sie auch angetatscht. Ach, ich glaube es ja nicht. Stimmt das, Frau Rieger? Also, ich glaube das nicht. Sie will bloß keinen Ärger und macht eine Faust in der Tasche. Aus Angst um ihren Job. Sie sind doch bloß beleidigt, weil ich Sie nicht schnell genug befördert habe. Und jetzt wollen Sie hier mich vor Gericht, wollen Sie mich hier in den Dreck reinziehen, wollen das Gericht dazu benutzen, mir vor den Karren zu pinkeln. Ach, das sind doch alles Lügen. Wissen Sie was? Sie haben sich doch schwängern lassen von irgendeinem armen dahergelaufenen Kerl, nur damit Sie nicht weiter in diesem harten Arbeitsleben weiterleben müssen. Halleluja. Ein Glück, dass es Kindergeld gibt. Ein Glück, dass es Ordnungsgeld gibt, wenn ich Sie so reden höre. Frau Rieger, hat der Herr Drexler Sie jemals sexuell belästigt? Nee, ich will da nichts zu sagen. Claudia, verdammt noch mal, es geht nicht nur um dich. Ich habe auch mit Ulla und Christine gesprochen, die sind bereit auszupacken. Mensch, verdammt noch mal, gib dir endlich einen Ruck, Claudia. Frau Rieger, ich kann Sie als Angeklagte hier natürlich nicht zwingen, irgendwas zu sagen. Aber ich werde veranlassen, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleitet. Das werde ich schon von Amts wegen tun, Frau Vorsitzende. Und ich werde selbstverständlich alle vier Frauen dann dazu vernehmen. Allerdings würde ich das erst nach dieser Verhandlung machen. Frau Petschl, mich interessiert momentan noch, wie die Angeklagte reagiert hat, als sie Herrn Ziege mit ihrer Schwester in Aktion gesehen hat. Claudia hat kein dickes Fell. Die ist sofort weggerannt, so schockiert war die. Ich habe dem Björn erstmal die Leviten gelesen. Wobei, der war anscheinend selber total sauer auf Petra und hat sie beschimpft. Wissen Sie noch, was der Ziege genau gesagt hat? Ja, sagte irgendwie, Petra wäre nur ein kleines Flittchen, die nicht mehr im Traum daran denken könnte, an die Klasse von Claudia heranzureichen. Und dann hat er sie Luder genannt, mit der er nicht länger die Zeit verschwenden würde. Und dann sagt er noch irgendwie, verpiss dich aus meinem Auto. Oh, Frau Rieger, da waren also all die Mühen, die Sie auf sich genommen haben, um meiner Mandantin die Parade zu fahren, waren also für die Katz. Und haben Sie die erstbeste Gelegenheit genutzt, um dann sowohl meiner Mandantin als auch dem Herrn Ziege das mal richtig heimzuzahlen. Aber Frau Petschl, ich frage mich jetzt, warum haben Sie ihm denn überhaupt noch die Leviten gelesen? Warum sind Sie nicht, er war doch nur der Nachbar, warum sind Sie nicht Ihrer besten Freundin beigestanden, wenn die das so mitgenommen haben? Nur der Nachbar?
Die ist seit Jahren unsterblich verliebt in ihn. Boah, Maya, so habe ich das nie gesagt, das weißt du auch. Das brauchtest du auch nicht. Mensch, du hast wirklich mehrere nette Typen abgewiesen. Obwohl der Björn überhaupt nichts von dir will. Der liebt dieses Gefühl, angehimmelt zu werden. Während ich jedes Wochenende zusehen darf, wie ich meine verheulte Freundin wieder zusammenflicke. Ich bin doch nicht blöd. Er ist die Liebe deines Lebens. Frau Rieger, ich sehe keinen Grund, warum wir Ihrer Freundin in diesem Punkt nicht glauben sollten. Sind Sie oder waren Sie in Herrn Sieger jetzt verliebt oder nicht? Mann, was soll ich denn sagen? Björn, du hast es doch gesagt. Stimmt's? Vor einem halben Jahr, ich weiß es ganz genau. Da hast du gesagt, dass jedermann sich glücklich schätzen kann, der mich in seinem Leben hat. Das hast du gesagt. Hab ich das? Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Du hast da was falsch verstanden. Frau Rieger, bringen wir die Sache hier anständig zu Ende. Waren Sie am 15. Juli magenkrank oder mussten Sie eher was im Kopf verdauen? Ach Mensch, Björn. Weißt du, wissen Sie, er hat mir so wehgetan. Das hat sich angefühlt, als hätte mir jemand mit dem Messer einfach mal so die Seele rausgerissen. Verstehen Sie? Einfach mal weg. Sie können mir glauben, und du auch, Björn. Also, ich hatte wirklich diese Sache nicht geplant. Ich wollte mit meinem Auto ganz normal zur Arbeit fahren. Aber als ich dich dann gesehen habe, wie du in dein Auto gestiegen bist, da bin ich einfach auf dich los. Es tut mir leid. Aber eins frage ich dich noch. Warum meine Schwester? Warum gerade die? Warum Petra? Weil es keine weiteren Polizisten gibt, die sich derart daneben benehmen wie ihre Schwester, nehme ich mal an. Noch Fragen an die Zeugin Petschel? Nein. Bleibt unvereidigt. Vielen Dank, Frau Petschel. Sie haben uns sehr weitergeholfen. Nehmen Sie an der Seite Platz. Werden Anträge gestellt? Nein, danke. Schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, vielleicht darf ich an Ihren letzten Satz anschließen und das dem Herrn Düss vielleicht auch noch mal sagen. Möglicherweise fühlt er sich ja inspiriert durch den Fall, es auch mal mit Falschparken zu probieren. Da geht seine Fantasie mit ihm durch. Ich würde Ihnen nur raten, Herr Düss, machen Sie es nicht hier vor dem Gericht. Wenn Sie hier nämlich die Zufahrt zuparken, dann erscheint keine attraktive blonde Frau in eng sitzender Uniform, dann erscheint der Herr Bauer. Aber die Geschmäcker sind ja auch verschieden. Zum Fall, Frau Vorsitzende, möchte ich nur sagen, die familienpsychologische Situation ist hier insofern interessant und zu berücksichtigen, als Ihre Schwester Sie nicht bewusst provoziert hat. Ihre Schwester war 10 Jahre lang weg. Und Ihre Schwester hat sich nicht speziell ihn herausgesucht, um Sie zu demütigen. Die hat das nun mal mit mehreren Männern gemacht. Das haben wir gehört. Die Angeklagte ist aber geständig, Frau Vorsitzende. Sie hat zum Schluss echte Reue gezeigt. Das hat mich überzeugt. Insoweit möchte ich mit meinem Strafantrag relativ gering bleiben. Ich meine aber, dass aufgrund der Folgen und aufgrund der Massivität der Tat und des langen Bestreitens eine Freiheitsstrafe von einem Jahr dennoch Schuld und Tat angemessen ist. Die ist zur Bewährung auszusetzen. Sie ist, wie gesagt, geständig. Sie ist nicht vorbestraft. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Düss. Frau Vorsitzende, Herr Staatsanwalt, also zunächst mal, wo ich parke, geht Sie gar nichts an. Aber es ist schön, jetzt zu wissen, warum Sie dem Herrn Bauer so nahe stehen. Das wusste ich vorher alles nicht. Was den Fall angeht, meine Mandantin hat die Tat begangen. Das hat sie hier gestanden. Das tut ihr auch sehr leid. Ich glaube, das ist auch sehr glaubhaft. Selbstverständlich gab es keinerlei Grund dafür, jetzt auf Herrn Ziegel loszugehen. Er hatte mit den familiären Sachen überhaupt gar nichts zu tun. Das ist ein sehr schwieriges Umfeld, in dem das Ganze stattgefunden hat. Meine Mandantin hatte auch leider nirgendwo ein Ventil oder einen Ansprechpartner. Wir haben das mitbekommen. Auch auf der Arbeit wurden die Probleme ja nur größer und nicht geringer. Wenn man all dieses zusammen betrachtet, gehe ich davon aus, dass da wirklich nur ein geringes Strafmaß zu suchen ist. Und ich gehe aber davon aus, dass hier auch 8 Monate Tat und Schuld angemessen sind zur Bewährung. Selbstverständlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Düss. Frau Rieger, Sie haben das letzte Wort. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Frau Rieger, ich glaube nicht, dass sich dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Schwestern wieder reparieren lässt. Und an Sie, Frau Rieger, mein Ersuchen, wollen Sie es nicht in einer anderen Stadt probieren? Denn das Einzige, was Sie zurückgebracht hat,
war doch nur die Situation, es ihrer Schwester heimzuzahlen. Anders kann man es doch nicht werten. Und ich weiß nicht, was der Herr gute Herr Drexler noch alles dafür bekommen hat, dass er schon binnen eines Monats diesen sehr guten Bereich und den Bezirk der Schwester der anderen Schwester übergeben hat. Normalerweise dauern solche Wechsel innerhalb einer Behörde unendlich lange. Gelegentlich verstirbt man darüber. Aber innerhalb dieser kurzen Zeit habe ich das noch nicht erlebt. Was Sie betrifft, Frau Rieger, Sie hätten es aber auch vorher zugeben können. Ich weiß, dass Ihnen das peinlich ist, denn Sie haben zugeben müssen, dass es letztendlich aus Liebe zu Herrn Ziegel gewesen ist. Und die waren so enttäuscht, dass sie zugeschlagen haben. Und das geht einfach nicht. Das wissen Sie selber. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Roman Drexler wurde wegen Nötigung in mehreren besonders schweren Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt und fristlos entlassen.